Sitze hier im Büro einer Legende des Lebensmittelhandels. Herr Sankt Oh. Johanser, ja nicht, oh, ja, aber wirklich. Und weil Sie ein Mann mit viel Erfahrung sind, bei der Rewe, HDE und natürlich hier bei der PEZ, sind Sie genau der richtige Mann, um mir zu erklären, sind das wirklich noch Genossenschaften? Ja, die Rewe besteht ja schon über 90 Jahre. PEZ ist ja ein Familienunternehmen, das heißt Okay. ein Joint Venture Unternehmen mit der Rewe. Wir Familie. Das war mein Vater, der legendäre Gründer dieser Firma PEZ. Und man muss dazu sagen, er war einer der Gründer der Rewe-Genossenschaften, und zwar der regionalen Recht. Genossenschaft Wann war hier das ungefähr? 1949. Ach, direkt nach dem Krieg, Ja, genau. Und ein tatkräftiger Mann, der Genossenschaft gelebt hat. ja. Also Also man kann als schon sagen, dass auch diese Idee Raiffeisens gelebt hat, ja, eben im im Lebensmittelhandel, ne? Lebensmittelhandel. Und das ist das Besondere, deswegen bin ich auch froh, dass ich in der Raiffeisen-Gesellschaft diesen gewerblichen Teil der Genossenschaft, also die Rewe wie die Edeka auch, das sind Unternehmergenossenschaften. Das sind die Kaufleute, die Kaufmänner quasi, Genau. die sind, bilden die Genossenschaft. Genau. Und die sind mit ihren Unternehmen und so unser Familienunternehmen, sind Mitglieder dieser Genossenschaft, Familie, wenn man es so will. Und der Sinn der Genossenschaften heißt ja, in der Genossenschaft werden die Unternehmen der Mitglieder gefördert. Das ist der Unternehmenszweck, Okay. der Genossenschaftszweck. Also nichts ja, Gemeinnütziges, wie man auch oft meint, und sagt, naja, das ist vielleicht eine karitative Veranstaltung. Nein, Genossenschaften sind im Kern Wirtschaftseinheiten, nur eben mit der besonderen Rechtsform Genossenschaft, Selbstverwaltung, nicht kapitalgetrieben, sondern getrieben, damit diese große Organisation die Mitglieder fördert. Als Genossenschaft funktioniert. Intuition meines Vaters, kurze Geschichte, vor 50 Jahren, nämlich 1968, hatte er die Idee, mit Genossenschaftskollegen einen ersten Verbrauchermarkt zu machen, weil man wusste, die kleinen Läden werden langfristig nicht überleben, also müssen wir selbst was machen. Und dann suchte man nach einem Namen und mein Vater hat dann wirklich aus dem Stegreif gesagt, dann nehmen wir doch den Bär. Und der Bär ist ja auch ein typisches Westerwälder Ja, Tier, das hat er auch gesagt. Und dann kam man zu dem Fabelnamen und sagt, na, Bär ist nicht so sexy wie, oder nicht so attraktiv sagen Sie mal als sexy, ja. schlagkräftiger Ja. Werbename. Und dann hat man diesen schönen Symbol, Den Fabelnamen, ne, den sozusagen. Fabelnamen, ja Genau. genau, den hat man genommen. Und das war wirklich bis heute ein tragendes Element unserer Firma.